Es ist nicht 3D, nicht 4D, nein, wir sind zurück bei Yu-Gi-Oh! 5Ds! Mit Überraschung, Überraschung gegen einen Typ mit geiler Frisur. Gut, da haben die eh alle geile Frisuren. Nun kommen wir zu Yuzis ersten Duell im Fortune Cup. Sein erster Gegner war ein Mann namens Shira, doch in der letzten Minute trat ein anderer Gegner in die Arena. Hey, Überraschung! Hast nicht erwartet, mich hier zu sehen, oder? Hunter Pace. Nie gesehen, sorry. Wirst du Hunter Pace duellieren? Vertrau mir, du wirst nicht Shira duellieren. Der Kerl ist ein echter Langweiler. War zum Ficke, Shira? Lass es uns tun. Blur. Nee. Einfach nee. Niente. Nada. Niet. Einfach nee. No. Yeah. Bullshit. Irgendeine Sprache ist das begriffen. Aber nein! So! Wir sind wie immer am Anfang, obwohl wir wie immer eigentlich gar nicht gross wollen anfangen. Zur Feier des Tages setze ich einen Stachelschrabbennägel voll in die verdeckte Verteidigung und ihr könnt mich nicht daran hindern. Versuch es doch! Irgendwo habe ich die grösste Monsterverteidigung der Welt versteckt. Ruf der Mumie, bring du nochmal die Zombie-Meister. Oh! Muss ich ja Beschiss haben, Zombie-Meister ist gut. Zombie-Meister ist gut. Mann, der kommt. Reimen. Shooten Doji. Naja, ne, ist gut. What the F actually? So. Jetzt. Versuch's doch. Vielleicht hätte ich gleich so drauf zu gejagt bekommen. Ja, da lernen wir. Eisenschrott, Vogelscheuche. Ja, da kommst du auch eben nicht vorbei. 1500, gut, mach's mal. 1000, ja, gut, mach's mal. Wieso finde ich Zombie Meister gut? Handkarten weglegen, um ein Zombie vom Friedhof ins Spielfeld zu bringen. Bots, 1000 Sagen rum. Jetzt dick. Hammer. Die Qual der Wahl, hä? Beschwöre Tempokrieger. Aktiviere sobald am Tempokrieger seinen Effekt. Was bedeutet, dass er in der Battlephase 1800 Angriffspunkte hat? Jetzt volle Kanone. Uff, ja, wer eigentlich? Was kannst du noch? Oh. Aha. Doch, gleich auf den. Ich glaube, der nervt ein bisschen mehr mit seinen Effekten. Warum ist echt Stachelstrabenigel auf Friedhof empfiehlt worden? Genau, wegen dem Typ. Aber das ist voll okay. Wir wissen es, mit den Ressourcen spielen. Darum tun wir ein bisschen, naja, nicht gerade blind reinrennen, sondern chillen ein bisschen leben. Den hier lassen wir durch. Nicht gerade alles unser Pulver schon in Runde 1 verbrauchen. Nein. Und nein. Und auch nicht. Ja, das schade nehme ich, weil ich das Gefühl, dass wir Ruf der Gejagten noch wesentlich besser können verwenden können als zur Abwehr von diesem mickrigen 1800 Angriff. Punkt Angriff? Naja. Smooth, smooth. Nein. Nein. Ich spiele jetzt Gerümpel synchronisieren. Und spezielle Fähigkeit, ich darf Tempokrieger als Spezialbeschwörung beschwören. Nein, dafür braucht es jetzt nicht. Ich würde gerne noch ein paar von der Hand spezial beschwören. Ich hätte vor allem gerne den zurückgeholt. Aber hey, wir können alles haben. Verwenden wir einfach unseren Gerümpelkrieger. Lecker, ist das eine synchronische Sensation gewesen. Nein, ich höre auf, Effekt aktiviert? Nein. Ja, zwar, jetzt hätte ich können. Bin ich angeschaut? Ja. Jetzt hätte vielleicht noch können zurückholen. Oh, ich habe einen Sternenstube Drachen. Ich like das! Hey, ist was? Weil ich heute geil bin. Nein, da.
Weil ich heute so geil bin, wie ich bin. Einfach zur Feier des Tages, oder? Einfach aushauen! Sternenstaubdrache. Common oder Super Rare? Geil! Warum ist das schon Opening, so ein Savage Strike gesehen? Das sollte ich wissen, was? Was wollte ich sagen? Was ein Common oder Super Rare ist, genau. Ich greife jetzt aber an mit Sternenstaubdrache auf den Rende Zombie-Meister, weil der ist gefährlich. Ihr fragt euch vielleicht, warum ist der nicht gejagt in auf dem Spielfeld? Weil dann erst auf den Friedhof geht, wenn das Monster zerstört wird. Wer? Zerstören? Wenn das Monster zerstört wird, zerstöre die Karte. Wenn das Monster aber nicht zerstört. Jetzt aktivieren wir Stimmen. Fügen in der Hand einen Empfänger hinzu. Machen wir doch glatt. Mit dem Kollektor. Dann spielen wir Sap-Kolleg. Aktivieren Sap-Kolleg Sim-Effekt. Holen Sap-Kolleg in die Verteidigungsposition. Ach, ich wünschte, wir könnten jetzt noch wie damals. Hätten wir noch können, da noch Synchro-Monster, da Synchro-Monster. Ich hätte 5 Synchronisierungen machen pro Zug. Kann man jetzt nicht mehr, weil die zwei Zonen da. Naja. Durch Nostalgie wegen nicht so gut. Dem Spiel Fairness wegen ist das eigentlich voll okay. Frage, gibt es da irgendwo mal ein Link-Monster, wo da noch abzeigen? Lalala. Yusei hat auch ein Link-Monster für ihn. Wie heißt der? Grümpel Link? Nein, keine Ahnung, wie der heißt, aber so blau. Irgendein verdammtes Aktivieren-Effekt vom Sternenstaubdrache. Jetzt sehen wir seinen Effekt. Er geht in den Friedhof, tut der Effekt, der Effekt wird zerstört, wie zum Beispiel irgendein Verdammten, annullieren. Und in dieser Phase kommt er vor allem wieder retour. Und das Geile ist, er kommt nicht in die Main-Monster, kann eben nicht da rauf, sondern eben da runter. Zurück. Warum finde ich Sternenstaubdrache so eine super Karte? Sollte ich öfter spielen. Ja. Und er kommt auch hier zurück. Was heißt das für uns? Nichts anderes als, dass wir können weiter Synchro beschwören. Nochmal, NG Rümpelkrieger mit dem und dem. Tja, Hunter. Das gibt es OTK, glaub schon. Ja, den Effekt von Tempokrieger. Mit dem greifen wir zuerst an. 1800 weg, dann mit 2500. Nicht ganz das OTK, aber wir wären schon 1000 verloren. Aber es ist gleich ein gutes Duell gewesen, Mann. Ja, Mann! Das war wirklich ein tolles Duell, Hunter. Glaube ich nicht, dass ich Niederlage auf mir sitzen lasse. Sorry, ob das so rausgesehen. Ja, Mann. Zweite Runde. Machtprobe. Wenn das Duell unter so schnell geht, schaffen wir in der Folge 8 Duell. Yusseis nächstes Duell war Grygar. Rex Goodwin hoffte, dass Grygars Macht verursacht wurde. Sorry, Jack. Yusseis feuerroten Drachen hervorzurufen. Doch vor dem Duell hatten Yusei und Grygar eine kleine Konfrontation. Nachdem Grygar Leo erwischte, wie er versuchte, sich in sein Geschäft zu schleichen, um einen Blick auf seinen neuen Dual Runner zu erhalten. Sein Geschäft, das Geschäft? Er meinte aber Garage. Garage. Brachte er den Jungen wieder nach Hause zurück. Leo wollte einen kleinen Vorgeschmack auf meinen Dual Runner. Ein kleiner Einschub meinerseits. Das sind D-Wheel, nicht Dual Runner. Wie alle anderen da draußen. Wirst du den Sicherheitsdienst rufen? Nein, erinnere mich an meinen kleinen Bruder. Ich werde ihn nicht bestrafen, nur weil er versuchte zu helfen, unser Duell morgen zu gewinnen. Es wird dann keinen Unterschied machen. Du wirst immer noch verlieren. Ich muss ein bisschen auf diesem Turnier fahren, um mich meine Zukunft. Okay. Was ist mit dir? Warum duellierst du dich? Für meine Freunde. Ich habe keine andere Wahl.
Lass mich raten, Goodwin machte dir ein Angebot, das du nicht ablehnen konntest, oder? Woher weißt du das? Ist er auch zu dir gekommen? Er bot mir die Möglichkeit, mein Familiendorf wieder aufzubauen. Ah, ein Klassiker. Ich brauche seine Kraft für den Wiederaufbau meines Dorfes. Er wurde von Feuer und Zerstörung nur in der Katastrophe heimgesucht, es war noch nie zuvor gesehen hatte. Direktor Goodwin versprach mir zu helfen, aber nicht bevor ich versprach, ihm bei seiner Suche zu helfen. Krieger, siehst du nicht, dass er dich benutzt? Wenn es der einzige Weg ist, mein Dorf wieder aufzubauen, dann werde ich mich benutzen lassen, wie viel er will. Dieses scheiß Dorfmann. Es tut mir leid, aber ich muss morgen gewinnen, egal was passiert. Schließlich trafen sich Usain Krieger in der Arena. Du nennst das ein D-Wheel? Ha! D-Wheel, nicht Dual Runner! Usain, ist es mit Stützrädern gekommen? Haha, nur weil deins größtes bedeutet es nicht, dass du es besser bist, Krieger. Ja, richtig. Sprich mit mir, nachdem das Duell fertig ist. Viel Glück, denn das wirst du brauchen. Nein, es sind und bliebe die Wheel und nicht Dual Runner. Ich meine, wenn man schon ein englisches Wort im Deutschen auch benutzt, Hashtag Scheiß auf Anglizismus, dann doch bitte aufs richtige englische Wort und nicht, ich meine, ist es eine amerikanische Version Dual Runners oder sind sie im japanischen Dual Runner? Was man auch nicht so vorstellen kann, aber hey. Einmal zwei Grümpel verdeckt. Nachher. Stimme. Oh, das kannst du. Falls ein Monster von Typ Krieger, das du kontrollierst, ein Monster in Verteidigungsposition angreift, füge dem Gegner durchschlagenden Kampfschaden zu. Einmal pro Spielzug, wenn du einen Gegner mit dem Effekt Kampfschaden zufügst, du kannst eine Karte ziehen. Gar nicht mal scheiße. Darum nehmen wir nochmal auf die Hand. Bohr-Synchron! Ist natürlich für einen Bohr-Krieger. Hoffentlich. Schon mit der Bohrkrieger. Irgendwann ist noch Bohrsynchron. Einmal voll in Angriffsposition. Das ist aber mutig. Merci, merci. Ja, er überlebt. Siehst du das? Ja, jetzt sowieso. Also könnt ihr mich daran hindern, irgendetwas zu machen, Krieger. Also bitte. Come on. Komm schon. Ich beschwöre mal Tempo-Krieger. Und das war's. Was hat Krieger vor? Seine wollen Stimmen aktivieren. Das habe ich vorher abgeworfen. Nicht. Ah, fuck, das war gut gewesen. Stimmen! Stimmung! Holen wir noch den letzten Synchron auch noch an. Jetzt habe ich die volle Qual der Wahl. Und das spiele ich auch noch gerade. Nitro Synchron. Was kann ich spielen? Waffe aus der Waffenkammer. Einmal beim Spielzug kannst du ein Monster auf dem Spieler verwählen und mit dieser Karte aus und dann ist es lang, diese Karte kann du es angreifen, falls das gehört, Monster kannst du ständig lang greifen, wie dann gegen Schaden hören. Oh. Easy. Aber ich glaube, ich beende mit Spielzug. Lieber. Stufe 4, das wird er das nicht zwischen Corona und da kombinieren. Das wollte ich aber vielleicht nicht. Hä? Hast du dir mal das überlegt? Hä? Kann ich so ausklinken? Putri ist gerade ausklinken, genau. Also, machen wir das mal. Ja, aber ich würde nicht die zwei weg tun. Ja. Waffe aus der Waffenkammer. Weg, weg. Beschwöre mal. Jetzt beschwöre ich mal den. Und hole mit dem. Was ist der für doof? Nein. Da hole ich. Gut, ich spiele zwar überhaupt keine Rolle, aber dann war ich mir jetzt lieb. Hole ich Tempo-Krieger. Im nächsten Spiel zurückgreifen danach und dann sehen wir ein fettes Combo.
Gurk, der hat da 6 Stufen, oder? Na ja, komm jetzt! Wo ist der Harpyn Federwisch, wenn man ihn braucht? Bist du an der Stachelschraube, Nigel? Jetzt spiele ich den Effekt, der Waffe aus der Waffenkammer. Geh auf den. Spiele als spezielle Beschwörung. Den und 900 wären mehr als 800. Darum nehme ich den. Pack, pack. Geh Rümpel kriegen. Hehehe, 3-2. Ich könnte jetzt Sternenstaubdrachen holen. Wollte ich aber irgendwie... Wollte ich da? Ich könnte so Sternen... Nein, wollte ich nicht. Ich wollte Sternenstaubdrachen nicht so holen. Weil sonst wäre der da auch weg. Und ja, lohnt sich absolut gar nicht. Aber ich werde den Sternenstaubdrachen holen, keine Sorge. Aber noch nicht jetzt. Ah. Stimmen! Stimmung! Hol ich mir da? Beschwöre da. Aktiviere seinen Effekt. Hol ich mir. Da. Abstimmungsgeschirr. Geh nochmal mit dem Kollegen hier in Angriffsposition. Tu ihn hinausklinken, genau. So. Weil es geht noch stärker. Der da. Dann müssen wir mit dem und dem da etwas machen. Sternenstubidrache. Ja, Mann. Eigentlich hätte ich gerne noch eine andere Fallenkarte kontrolliert, bevor ich den Effekt aktiviere. Also bevor ich die Synchronbeschwörung durchführe. Weil momentan machen wir technisch ein bisschen Minus. Aber okay. Gerne als Monster von der Stufe 2, bitte. Jö, 100 Angriffspunkte. Jö. Wow, jö. Was willst du? Synchronisieren. Hör? Finsterer Jagdbomber. Oh nein. Er hat 2600 Angriffspunkte. Oh nein. Ruf den Gejagten. Oh nein. Gut, da kann man nichts mehr haben. Oh nein. Er greift mich an. Oh nein. Oh nein! Wirklich, oh nein. Du schießt es gerade ein bisschen an, Kollege. Wer will ich lieber im Friedhof? Der oder der? Weil er wird ihn er angreifen. Schwerer Fall, Alter. Ach, hier ist der. Ich probiere meinen kleinen Kollegen hier zu schützen. Und er greift ihn an, das ist auch klar. Schadensberechnung wegen 100. Nein, ist voll okay. So, das ist der Stadtdrache, aber du wirst wieder zurückkommen. Ja, so nicht. Jetzt. Aktivieren wir Schnappstahl. Weil ich gerade lustig bin. Holen wir Finsterjagdbomber. Steh her, da hin. Nachher aktivieren wir seinen Effekt, oder? Du kannst deinen Monster als dir Wut anbieten, fügen dann gegen Schaden in höherer Stufe des Monsters mal 200 zu. Nein. Stattdessen lieber eine Synchro-Beschwörung. Von dem. Mit dem. Und. Da kann ich nicht den nehmen. Ah, sein Effekt ist annulliert. Oh. Krüppelkrieger, aber links ein Schwacher.
Ich würde sagen, der Grümpelkrieger bleibt noch ein bisschen auf dem Feld. Ausrüsten, Effekt, Waffe aus Waffenkammer oder ausrüsten. Okay. Genau. Ich würde gerne angreifen, aber darf nicht. Fixer Jagdbomber hat mir jetzt fast ein Problem gemacht, aber nur fast. Okay. Tempokrieger. Hätte ich vorher gerne gehabt. So, jetzt darf ich hoffentlich wieder ein bisschen angreifen. Bitte schön. Ich muss auch rausklinken. Also ich muss nicht, aber so mache ich definitiv mehr Schaden. Waffe aus der Waffenkammer. Hört ihr gerade? Ja, da. Genau. Im nächsten Film auch. Ja, komm mit. Ich kann auch wieder reinklinken. Okay. Verstehe ich. Außerdem habe ich deine Gewinnkarte, weil du hast keine anderen. Du hast nur eine Finsterjagd von Bro. Das wird dir zum Verhängnis. Schnappstahl? Okay, Kollege, überleg nicht so viel. Du hast verloren. Ich sehe sie. Du kannst eine Karte aktivieren, Effekt einer Kette hinzufügen. Ich weiß gerade nicht. Nein. Darf ich jetzt angreifen? Grinsenface. Nein. Waffe aus der Waffenkammer auf den. Nein. Boom. Mit. Ich probiere es mal. Tempo kriegen auf den. Gut. Mit dem auf dich. Au. Mit dem auf dich. Und mit dem auch. Auch wenn du wenigstens im Spiel so geht, du einen Lebenspunkt bekommst, so machst du doch fett Minus. Müsste am Telefon zerstören wir den. Griffe direkt an und haben dann. Ja, den Effekt habe ich nicht begriffen. Die Amoderation ist ein bisschen Hose. Ich entschuldige mich dafür. Waffe aus der Waffenkammer auf der Rede. Cool. Ja, ich glaube, das lassen wir so. Beschwörungsreaktor SK. Das erste Mal, wenn ich ein Monster beschwören zog, komme ich 800 Punkte Schaden über. Ich wollte jetzt nicht sagen, das ist ja kein Problem, aber eigentlich wollte ich das schon sagen. Langeweilig macht sich breit. Okay. Falls ihr im Spiel zurück ein Monster zum Abbeschwör beschwört, dann kannst du die Karte speziell abbestimmen. Für den Abbeschwör kannst du die Karte des Robots anbieten, um ein Monster zu zerstören und den Gegner kontrollieren, was er im Spielzug mit dem fremden Monster gekämpft hat. Nö. Sorry, aber der braucht es jetzt gerade effektiv nicht. Mit dem wieder die Angriffsposition, um mehr Schaden zu machen. Jetzt. 800 Schaden, die nehme ich gern. Das sind Späße, kann ich abziehen. So, der hier auf, der hier. Das ist die Verteidigung, das war jetzt ein kleiner Fehler. Er hat wollte einen Punkt schützen. Verdammt. Allerdings hat er nicht beachtet, dass er durch einen direkten Angriff von einem anderen Monster mehr Lebenspunkte würde verlieren als die Differenz von 400. Okay, jetzt kann er wieder ein Monster beschwören. Was beschwörst du? Ah, er ist beschwört vom Friedhof. Styler, du. Eine Phase 2 mit dem Abwehr, mit dem war es das gewesen. Ich könnte ein schwarzes Loch spielen, aber wieso sollte ich? Ich habe seinen finsteren Jagdbomber und seinen
Nein, nur sein Fenster angebombert. Aber ihr alle wisst, was das bedeutet. Wenn ihr schon mal das Duell vom Nutellenapf gesehen habt, dann wisst ihr ganz genau das. Ich meine Duell ganz gerne mit gegnerischen Karten gewinnen. Und genau so wird es auch heute sein. Ich bin schon gemein. Nein. Schildkrieger. Weißt du was? Bumsen wir mit dem auch noch. Er hat noch nie gebumst. Wirst du das erste Mal gratulieren. Ich habe so mit Abstimmung geschirrt. Der meint nicht, mit dem wäre so episch, das Duell zu beenden. Griffen wir dem da an. Ja! Mit dem da. Oh! Eine mystische Tomate. Oh! Eine weitere mystische Tomate. Es ist ja gar noch nicht fertig. Dann kann ich noch angreifen mit denen drinnen. He? Und mit dem auch noch. Okay. Moment, finstere Jagdbomber. Ja, muss fast. Jetzt. Sprengkugel. Mhm. Mit dem kann ich nicht etwas zerstören. Naja. Mein Phase 2. Komm mit dem mit der Jabeer. Kann ich nicht. Ich könnte mit dem. Kann sie Effekt spielen? Dann lassen wir sein. Dann greift er halt an. Ich habe immer noch meine Eisenstock-Vogelscheuche. Dann greift er halt an. Es wird ihm nichts nützen. Elender Asthmatiker, Mo. Hä? Nein. Beleidige mich nicht, Grigor. Du kleine Giegenkasten. Übrigens, so eine Kaste bist du gar nicht. So. Griff mal mit Waffe aus der Waffenkammer das Ding dort an. Bam. Mit. Ich probier's einfach mal. Tippenkrieger. Ah, hey, knarrisch, nein, bin ich nicht gelangt. Dann müssen wir den finsteren Jagdbomber nehmen. Jetzt mit Abstimmungsgeschirr direkt. Ein epischer 2400 direkt. Oh, jetzt gewinne ich aber nicht mit meiner Karte. Mit meiner Karte. Genau auf null. Naja. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-dam. Ich hätte jetzt wirklich gerne mit meiner Karte gewonnen. Mit dem finsteren Jagdbomber sind Effekt. Aber hey, voll okay. Gregor, bist du okay? Mir geht es gut, aber noch ist nicht vorbei. Ich habe dir alles über mein Dorf erzählt, über das Feuer und die Zerstörung, aber ich habe die Wahrheit erfahren. Ich packte die persönlichen Daten, ich hackte die persönlichen Daten von Goodwin vor dem Duell und entdeckte, es war keine Naturkatastrophe. Goodwin beschloss, unser Tal als kleines Testgelände zu nutzen. Er versuchte, seinen kostbaren feuerroten Drachen wieder zu beleben, aber er konnte seine Energie nicht kontrollieren. Er wird alles sagen, wir müssen ihn zum Schweigen bringen. Erledigt. Krieger, bist du sicher? Ja, ich konnte dem Schuss ausweichen. Ich sah dir da mit eigenen Augen. Ich bin mir sicher darüber, Yusei. Und jetzt hört Goodwin für alles seine Lügen antworten. Krieger versuchte, Goodwin anzugreifen, aber er wurde sofort vom Sektor Sicherheitsdienst verhaftet. Menschen in New Domino City, es ist immer eine schreckliche Tragödie, wenn ein begabter Duellant wie unser eigener Grigor einen solchen kompletten Nerven- und emotionalen Zusammenbruch erleidet, nach einem so intensiven Duell. What? Aber seien Sie versichert, dass er alle Hilfe bekommt, die er braucht. Im Gefängnis. Yusei, versprich mir, dass du Goodwin ein für alle Mal besiegen wirst. Punkt, Punkt. Punkt. Cool. Also, das Ding mit dem Feuerdrachen scheint ihm gut wie ein bisschen ernster zu sein. Er hat sein scheiß Dorf in die Luft jagen. Das müssen wir jetzt verhindern. Im Duell der Drachen. Wait for it. Verhindern, Drachen beschwören, was? Akisa Asaki, wie hat sie geheißen? I, mit I. Egal, sie ist cool. Oh, ich meine, es ist voll 2G. Akisa braucht, auch bekannt als berüchtigte Hexe des Schwarzen Rose, war als nächstes gedrang, gegen USA zu kämpfen, bevor es losging. Traf sie sich mit ihrem Mentor Seiya. Oh, der Typ. Spielt sie. Akisa, Goodwin und seine Leute sind Teil des Ordens der Iliasta. Sie versuchen, eine Kraft wiederzubeleben, bekannt als Feuerrote Drache. Wenn er zurückkehrt, wird der Drache die Welt in die Knie zwingen. So ein Sektetyp, der Seiya. Das wird so.
das ist, wo wir ins Spiel kommen. Wir, die Arcadia-Bewegung, werden Goodwin stoppen und die Welt auf den rechten Weg führen. Genau, Bewegung oder Sekte. Klickt nach einer... Isinski, genau. Klickt nach einer guten Zeit. Apropos Zeit, es ist fast Zeit für ein Duell mit Yusei. Die Endrunde vom Fortune Cup war dabei zu beginnen. Dabei zu beginnen, sagt man das so? Glaube nicht. Akira Isinski, nein, Akira Asika, Akisa, genau, spielt Pflanzenmonster, ja Mann! Gegen Akisa Isinski. Voll okay, die Dame. Eine arme Dame wird beeinflusst von allen möglichen Seiten. Gut, so viele mögliche Seiten gibt es gar nicht. Ich glaube, zwei mögliche Seiten, vor und hinten. So, Stachelstabnigel wird uns den Sieg schon bringen. Vor allem habe ich jetzt endlich auch zwei Grüppel synchronisieren auf der Hand. Oh, Spuren. Was machst du Schönes? Nichts Wichtiges. Ein paar Karten verdeckt setzen, wie du meinst. Wenn dir das hilft, dann muss ich dich hier dran sicher nicht hindern. Jetzt, Tempokrieger. Cool. Nicht Stachelstraben in die Angstposition. Weil du nur eine Spur mit 400 mehr hinlässt. Greife dich natürlich an. Hier vor Mauer. Das ist eine Spiegelkraft für Pflanzenmonster. Shit. Auf das hast du also ausgesehen. Hast du mir einen Köder gelegt? Aha. Aber hast du das Gefühl, ich gehe hier drauf? Gut, jetzt bin ich darauf eingehört. Aber sonst nicht. Gigapflanze. Okay. Du aktivierst den Effekt von meiner Fallenkarte. Verteidigungsteam. Meine Schadensberechnung wird auf 0 und ich komme eine Karte über. Ist das nicht geil? Nein. Was nein? Das ist sehr gut. Jetzt kann ich eine Karte... Da darf ich die Karte noch setzen. Bitte komm jetzt. Danke. Dann beschwöre ich Gerüber synchronisieren. Und aktiviere seinen Spezialeffekt. Holen wir einen Tempokrieger aufs Spielfeld zurück. Ich weiß, was ihr denkt. Aber der, du kannst jetzt den Grümpelkrieger spielen, aber er hat nur 2300 und das gegnerische Monster hat 2400. Du hast vergessen, dass ich einen Schachstrabenigel in meinem Friedhof habe. Der kommt jetzt auch noch aufs Spielfeld. Dann könnt ihr auch Spezialbeschwörung beschwören. Dann hätte ich 3 und 4, 7, 1, 8. Haha, mache ich aber nicht. Mache ich da? Mach ich. Turbo Booster auf Spezialbeschwörung aufs Spielfeld. Jetzt kann ich einen Sternenstabdrachen spielen mit dem, mit dem, mit dem und mit dem. Ich beschwöre. Allmächtige, epische, einmalige, einzigartige. Wunderschöne Sternenstaubdrache. Ah, das war eine begehrte Karte, an und allzumals. Und ist sie tatsächlich immer noch. Ich glaube, die zweitdürste Ghost Rare. Wenn nicht die dürste. Nein, die zweitdürste auch. Egal. Sobald ich seinen Effekt spiele, komme ich mit dem zweiten Grümpel synchronisieren ins Spiel. Nein. Und dann geht es mal ein bisschen rund um den Kirmes. Okay, jetzt verdeckt das Monster. Nehmen wir. Aber Akisa wird auch keinen Effekt aktivieren, der mein Sternenstaub-Drachodrage in meiner Karte wird zerstören. Stimmung! Immer machen. Immer wenn wir eine Karte aus dem Deck haben, unbedingt nehmen. Weil das tut die Wahrscheinlichkeit, dass wir sie ziehen, so, dass wir eine unnötige, unnötige Karte ziehen, die wir eh holen könnten, verringern. Egal, was kann er? Okay. Vorsynchron! Nein. Vorsynchron, okay. Ja, aber kein Bohrkrieger. Naja, muss man nicht verstehen. Ich glaube, ich hole mir gleich mal mit drauf der Gejagten.
Ein Festigungskrieger. Kann ich noch einen Schutz. Jetzt, dank Borsenkron, sollte eigentlich das Schaden nehmen. Borsenkron-Angriff. Nur mit ihm. Falls wir uns von dem kriegen. Ach du. Ruf der Gejagten. Okay, was bei. Oh. ich kann nicht frech werden. Ich kann wollen. Gutes Pflänzli, gutes Pflänzli. Ja, komm. Brass Pflänzli. Gutes Pflänzli. Ja, beruhig dich. Immer auf die Schwachen. Kannst nicht gegen die Starken, hä? Kannst nicht gegen meine Drachen. Ich kann eine Pflanze bespeit. Wow, für die Xianisch Samen. Die Karte geht mir am Popo vorbei. Wie sehr, zeige ich dir jetzt. Gerümpelkrieger, Angriff! Naja, noch nicht Angriff, aber ich beschwöre dich einfach mal. Und aktiviere seinen Spezialeffekt und hole mir Tempokrieger zurück auf mein Spielfeld. Seine Effekte bleiben annulliert, ist aber voll okay. Mit Sternenstaubdrache auf Gigapflanze. Mit. Wer ist da? Festungskrieger auf Phoenix Engine zusammen und mit Grümpel synchronisieren einen direkten Angriff. Die Karte ist cool. Grümpel synchronisieren. Alles, was eine Spezialbeschwörung tut erlauben, ist eine coole Sache. Nein. Jetzt komm! Mach, dass ich muss meinen Sternenstabdrachen seinen Effekt aktivieren. Komm jetzt! Ich weiss, du willst es. Ich will sie auch. Nein, machen wir nicht. Wir lassen unseren Tempokrieger sterben. Ist voll okay. Also, wir hätten noch so müssen sterben, weil auch mit der Aufträge gejagt, dann nützt uns das nicht. Nein. Okay. Noch ein Grüppelsynchronisierer. Effekt von Grüppelsynchronisierer wird aktiviert und holt mir wieder einmal meinen Tempokrieger. Genau. Jetzt. Aktiviere den Spezialeffekt von meinem Geschützturmkrieger. Offere meinen Gerümpelsynchronisierer und hole mir mit einem mächtigen Monster genug Angriffspunkte, um dich ein für alle Mal vernichten. Und ich aktiviere außer dem Ruf der Gejagten, hole mir eben jenen Gerümpelsynchronisierer wieder zurück aufs Spielfeld. Du hast keine Chance, Graf. Griff, wenn ich will sagen, mit Gerümpelsynchronisierer, mit Festungskrieger, mit Geschützturmkrieger, mit Gerümpelsynchronisierer und zu guter Letzt mit Sternenstaubdrache. Akisa, ich glaube, das ist genug Schaden für einen Tag angerichtet, Herr Fudok. Akisa, komm mit mir nach Hause. Ach so. Wieso nicht mit mir? Jetzt aber ist genug für heute. Wenn ihr den Schatten kennt, schreibt es in die Kommentare. Wenn nicht, seid ihr Idioten. Aber hey, das war es endlich für heute. Mit Yu-Gi-Oh! 5Ds beim nächsten Mal. Gibt es garantiert wieder ein Episch-Duell, kann ich euch versprechen. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei gewesen. Und bis dann und ciao.